Traditionell treffen sich die großen Parteien Deutschlands am Aschermittwoch zu einem politischen Schlagabtausch. Die SPD in Bisingen hatte sich der Tradition angeschlossen und zum gemeinsamen politischen Aschermittwoch eingeladen. Unter den Gästen war kein geringerer als der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments und ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Wie es zu dem prominenten Besuch kam? Der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann hatte Schulz gefragt, ob er kommen könne. Mit Hilfe von etwas Überzeugungsarbeit hatte es Rosemann dann geschafft und Martin Schulz hatte zugesagt. Das traditionelle Fischessen in Aachen, das eigentlich in seinem Terminkalender gestanden hatte, hatte er abgesagt. Beim politischen Aschermittwoch stand jedoch nicht der Fisch im Mittelpunkt. Der Fokus lag ganz klar auf der im Mai anstehenden Europawahl. Dass Martin Schulz ein leidenschaftlicher Europäer ist, ist längst bekannt. Doch wie sieht es eigentlich im Moment in Europa aus? Herr Schulz, so wenige Wochen vor der Europawahl, wie stufen Sie die Situation in Europa ein? Ich glaube, die Europäische Union war noch nie so bedroht und gefährdet wie im Moment. Deshalb ist das auch keine normale Wahl. Die Europawahl ist schon eine Richtungsentscheidung. Wir müssen sehen, dass Großbritannien die EU verlässt. Vereinigten Staaten von Amerika sich gegen die EU positionieren. Die EU stehe also unter großem Druck. Weshalb es wichtig sei, dass die demokratischen Parteien möglichst viele Stimmen bekommen. In Europa gäbe es viele Hetzer und Spalter. Denen müsse klargemacht werden, dass sie in der Minderheit seien, so Schulz weiter. Martin Rosemann indes zeigte sich erfreut über die Resonanz der Veranstaltung. Wir hatten immer volles Haus, aber dass wir so viel nachstuhlen mussten, naja, das war dann doch das erste Mal. Ich glaube, es hat gezeigt, dass es großes Interesse an Martin Schulz als Person gab, aber auch am Thema Europapolitik. Und ich glaube, die Botschaft ist angekommen, dass damit die Bösen nicht gewinnen, die Guten aufstehen müssen und kämpfen müssen. Wer die Bösen sind? Für Martin Schulz sind es ganz klar diejenigen, die den Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in Frage stellen. Gegen das Infragestellen an sich hat Schulz nichts, im Gegenteil. Gerade wegen ihrer Eigenart und ihrem stetigen Infragestellen sind ihm die Biesinger sympathisch. Vielleicht zum Abschluss, wie hat es Ihnen jetzt hier in Biesingen gefallen? Sind Sie froh, dass Sie hergekommen sind? Ja, das habe ich nicht bedauert. Eine tolle Veranstaltung, sehr sympathische Leute. Also ich habe im Vorfeld der Veranstaltung gelernt, dass die Biesinger immer schon ein aufsässiges Volk waren. Dass sie, ich glaube, die hießen die Nichthuldiger, weil sie den Fürsten nicht huldigen wollten. Also hat man heute nichts von gemerkt. Egal ob Huldiger oder Nichthuldiger, Martin Schulz plädierte auf jeden Fall dafür, die Europawahl ernst zu nehmen und bekam stehende Ovationen von den Besuchern. Im Mai sei es dann an den Bürgern zu entscheiden, in welche Richtung es für Europa gehen werde.